Sehr geehrter Herr Professor Grossmann, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe GIKON-Familie, Sie haben es so verdient, sich zu feiern. 30 Jahre und es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. An wie vielen Stellen haben wir als Freistaat Sachsen mit Ihnen zusammengearbeitet? Jetzt zuletzt bei dieser großen Ansiedlung unseres taiwanesischen Chipherstellers. Ohne Ihr Eingreifen, ohne Ihre Professionalität wären die Dinge nicht so gelungen. Bei Ihnen weiß man, dass Fachlichkeit, ein gesunder Menschenverstand, aber auch eine Wertehaltung zusammenkommen. Und dass Sie immer wieder nach neuen Dingen suchen und streben. Bei unserem letzten Gespräch hier in meiner Staatskanzlei haben wir auch darüber gesprochen, wie es mit Innovation weitergehen könnte. Sie haben diesen großen Windmessturm. Sie sind wirklich ein Treiber von Innovation und verschieben immer wieder die Grenze des technisch Machbaren. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und dass Sie zusammenbleiben. Es sind genau diese ostdeutschen Erfolgsgeschichten, die wir so sehr brauchen und die die Menschen so sehr suchen. Ein Erfolg, der von denen gemacht worden ist, die hier arbeiten, die zusammengehalten haben und die sich durchgesetzt haben. Viel Erfolg, eine tolle Feier und ein herzliches Glück auf!